Dieser erst 6 Monate alte Mischling sorgt im Moment für ganz schön viel Trubel. Seit seiner Ankunft in München sucht der ganze Flughafen nach dem ausländischen Straßenhund Sammy. Auch die Reisenden halten die Augen offen und hätten da einige Ideen, wie sie den kleinen Ausreißer zu seiner Besitzerin bringen könnten. Wenn ich den Hund, die Nele, mit hätte, dann würde ich versuchen, dass die zwei zusammenkommen. Und wenn er Halsband hat, dann würde ich ihn schon an die Leine versuchen zu nehmen. Ich würde jemanden vom Flugpersonal ansprechen und denen Bescheid sagen, ob das okay ist. Es ist ganz wichtig, dass die Besitzer benachrichtigt werden, wenn der Hund gesichtet worden ist, aber ja nicht versuchen einfangen. Und wenn er freilaufend ist, kann man sagen, okay, man geht zur Information, da ist ein Hund, der läuft frei, offensichtlich. Oder man, die Leute vom Flughafen sollten sehen, ob der Hund wirklich gehört zu jemand oder nicht. Am Montag war Sammy nach München gebracht worden. Doch gleich beim ersten Zusammentreffen mit seinem neuen Frauchen hat sich der kleine Kerl aus seinem Geschirr befreit. Die Flughafenpolizei ist seitdem auf Spurensuche. In dem Gebäude selber ist er bisher noch nicht gesehen worden, nur in den außenliegenden Bereichen, unter anderem auf den Verkehrsstraßen oder auf den Grünflächen. Das hat dazu geführt, dass wir zum Beispiel eine Straße, die Zentralallee, auch zweimal kurzzeitig haben sperren müssen. Es kam allerdings zu keinen Verkehrsbehinderungen und auch in keinstem Falle zu irgendwelchen Flugbeeinträchtigungen. Zusammen mit einem Tierschutzverein sucht die neue Besitzerin weiter nach ihrem Hund. Dass Sammy auf der Straße aufgewachsen ist, erschwert die Suche enorm. Je mehr auf die Hunde zugegangen wird, je mehr angesprochen wird, je panischer wird der Hund. Und der hat einfach momentan Todesangst, der kennt sich hier nicht aus, der ist in einer komplett neuen Welt, der hat Todesangst und geht einfach in die Flucht. Und da ist die Gefahr viel zu hoch, dass der irgendwo in ein Auto läuft. Gerade wenn der noch draußen am Flughafen ist. Für Reisende, Mitarbeiter und Spaziergänger am Münchner Flughafen heißt es also weiterhin, Augen und Ohren nach dem kleinen Streuner aufhalten.